Ja. Also müssen wir den Kletis kontaktieren. Wo gibt's denn eine Funkstation? Ja, reden wir mal mit Gizmo. Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Ophos, tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Schade. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Aber ich lebe in einem Kaff. Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ja, ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Diebstahl. Diebstahl. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuvak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ja, ich glaube, als sie 8 war. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Alter. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Alter. Was? Wie verkorkst man mit 8 schon sein kann? Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Oh, schade. Ich komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Ich auch. Ja. Die Frage ist, was hat sich jetzt geändert? Hier gibt's kein Funkgerät. Außer vielleicht das hier, aber das ist ja nur für Notfallstation. Vielleicht ist bei Wenzel was anderes. Mal sehen. Wenzel ist gar nicht da, oder was? Ist eine Wasserquelle. Haben wir irgendwas in die zu verdrecken? Oh komm, Espresso. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Mann, das sollst du doch nur vergiften. Und die stinkt doch gar nicht. Wo ist Wenzel? Ist der noch im Rathaus oder was? Hm.
Wenzel, wo bist du? Hey, im Rathaus ist der Ansagen weg. Hallo Lotti! Du schon wieder? Ja. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja. Dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren, hä? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Also wir müssen in die Post, aber dafür müsste es erstmal die Uhr da sein. Der Durchschlag? Ah. Uhr. Abgefackelt. Danke, Lothek. Und jetzt vorsichtig. Der für Geräusche. Haha! Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Wacko, wacko, wacko. Vor allem leise. Sind wir ja immer. Und unauffällig. Alter, wie kann der das mit deinem Inventar tun? Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Da fehlt ein kleine großer. Das wäre reinste Zeitverschwendung. Zeit. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Nicht nötig. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Hä? Ach, warte. Ach, schade, warum kann man trotzdem mal ausprobieren? Ich wette, er wäre immun dagegen. Ja, so viel wie er schläft. Wäre möglich, dass er da immun ist. Ach, da liegt der Trichter. Da liegt der Trichter. Brauche ich denn noch für irgendwas? Alles, was nämlich noch rumliegt, brauche ich für was. Schweißgerät lag noch oben, das brauche ich jetzt, um die Bude hier anzufangen. Da lag ja auch beim Fluchtapparat noch da. Ja. Und die Uhr, unsere geklaute Uhr. Juhu, die Post hat offen. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, ne? Ja, zur Post. Cool. Was sollen wir zahlen? Funkgerät. Fehler. Dann halt nicht. Schade. Postbote. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag.
Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. So ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Ja. Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Schade. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Juhu. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Das würde Toni gefallen, wenn sie keinen Strom und kein Wasser mehr hatte. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Tolle Hobby. Ist das auch Spaß? Klar. Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ja. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Ja. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Alter! Gott Donner! Alter! Ja, bis später.
Ja. Wieder mal raus.